Ja, herzlichen Dank, lieber Schneiderath. Wenn ich mich hier so umgucke, fühle ich mich richtig zu Hause. Ich weiß nicht, wie oft ich schon hier war. Und das will was heißen für einen Gießner in Wetzlar, ne? Das will was heißen. Und ich sehe viele vertraute Gesichter. Darüber freue ich mich sehr. Herr Kneipp, freue mich. Die Kollegin Pfeiffer, der Hans-Jürgen Irmer, natürlich. Herr Hundertmark und alle anderen. Aber auch viele Bürgerinnen und Bürger. Und eben habe ich gerade gesehen, den amtierenden Oberbürgermeister, der war doch gerade eben noch hier. Er steht da drüben, liebe Freunde von der FDP. Ist doch klar. Erstmal, lieber Wolfram, liebe Grüße. Wir zwei haben eine lange gemeinsame Geschichte. Und wir waren Assistenten schon. Und er war jetzt 18 Jahre OB. Mit hoher Anerkennung. Und nicht nur beim Hessentag haben wir gemerkt, was hier aus Wetzlar geworden ist und welchen Geist diese Stadt hat. Deshalb sage ich dir mal Danke. Du bist ja noch 3 Tage im Amt. Ich weiß gar nicht, wann der Wechsel ist. Aber wenn schon, wollen wir wenigstens so miteinander umgehen, wie wir das immer gemacht haben. Herzlichen Dank für deine Arbeit. Und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Und jetzt versuchen mehrere, deine Arbeit mit eigenen Akzenten fortzusetzen. Aber ich sage das jetzt mal ganz ungewöhnt. Herzlichen Dank für das, was du gemacht hast über die vielen, vielen Jahre. So, und jetzt haben wir, wenn ich das richtig weiß, 3 Kandidaten. Und jeder will gewinnen. Ist auch in Ordnung. Und ich komme gerade aus Limburg. Bin nachher in Gießen. Morgen ist OB-Wahl in Bad Homburg. Wir haben 17 Wahlen, die alle morgen sind, kreuz und quer in Hessen. Und ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung. Eigentlich sind alle der Auffassung, das ist eine wichtige Aufgabe. Oberbürgermeister, Bürgermeister, das ist sozusagen das Flaggschiff der Kommune. Da kann ich alleine, dafür haben wir auch Parlamente, die Parteien. Aber eigentlich ganz was Wichtiges. Und dann stellen Sie sich fest, wo sind eigentlich die ganz vielen, die sagen, ich bin bereit, mich zu engagieren. Ich bin bereit zu kandidieren. Das ist sehr überschaubar. Das ist verdammt überschaubar. Und deshalb sage ich mal allen und vorneweg jetzt dem Dennis Schneiderath. Jeder, der bereit ist, für eine solche Aufgabe sich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich opfer meine Zeit, ganz nebenbei auch das Geld, meine Kraft und nicht über 8 Tage, sondern über Wochen und Monate, der verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Denn nur wenn Sie mehrere Kandidaten haben, haben Sie das Kernstück, was unsere Demokratie eigentlich ausmacht. Dass Sie auswählen können, dass Sie sagen können, ich will den oder ich will den. Und dazu braucht es Menschen, die bereit sind, für diese Aufgabe zu stehen und ich sag's mal bewusst, auch zu brennen. Und deshalb, lieber Herr Schneiderath, wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie es morgen ausgeht. Das kann man auch nicht so ganz genau sagen. Aber Sie haben schon heute sehr viel gewonnen. Sie haben nämlich durch einen engagierten Wahlkampf und dafür, dass Sie gesagt haben, ich bin bereit, ganz viel dazu beigetragen, dass eine Stadt, dass eine Region und letztlich ein ganzes Land dafür sich interessiert, dass Sie die Chance haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen, über Ihre Zukunft zu reden, was soll aus dieser Stadt werden? Und einen zu haben, der sagt, pass auf, ich bin ein Angebot für euch. Und deshalb, egal wie es ausgeht, herzlichen Dank für Ihren Einsatz, da können Sie stolz drauf sein. Und ich freue mich, dass Sie diese Aufgabe und diese Herausforderung angenommen haben. Und zum Dritten, ja, ich traue dem das zu. Ist doch völlig klar, wenn ich dem Wolfram eben gesagt habe, der hat das 18 Jahre gemacht. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt gibt es die Chance, Bewährtes weiterzuführen und Neues einzubringen. Mit einem jungen Mann, mit vielen Ideen, aber festem Grund. Das, was er uns zu bieten hat, ist ein Hintergrund, der wurzelt in seiner politischen Überzeugung. Aber er ist ja dann Oberbürgermeister für alle. Aber er ist nicht ohne Heimat. Er ist nicht ohne politische Heimat.
Und er ist nicht ohne Verwurzelung. Und dann kommen Themen wie Familie, wie ein fester Glaube, wie ein Menschenbild und solches. Das ist die Grundlage für das Tagesgeschäft. Und ich kenne ihn ziemlich lange mittlerweile, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und aus der Jungen Union, schon über viele, viele Jahre. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, ja, ich glaube, das ist eine gute und eine richtige Wahl. Er hat den Schwung, das Augenmaß, er verspricht nicht jedem alles, aber er ist die Chance, sozusagen ein neues Kapitel für Wetzlar an der Spitze zu beginnen. Und deshalb bitte ich Sie um seine Unterstützung. Und ich bitte Sie vor allen Dingen, gehen Sie wählen. Alle Welt sagt, er sei so wichtig. Und dann bleiben 2/3 zu Hause. Warum eigentlich? Und der morgige Tag muss wieder ein Beweis dafür sein, es ist uns nicht egal, wie es weitergeht. Wir bringen uns ein. Da gibt es Dinge, die uns gefallen, und es gibt Dinge, die uns nicht gefallen. Aber wer sich nicht einbringt, wer nicht bereit ist, wenigstens eine Stimme abzugeben, der muss am Ende akzeptieren, dass andere entscheiden. Und deshalb wünsche ich mir, dass morgen viele wählen gehen. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die wählen gehen, die ich wähle. Das ist auch klar. Aber da ist noch viel Luft. Der Hans-Jürgen Irmer kennt das, ich habe es mal an anderer Stelle erzählt. Wir haben Landtagswahlen gehabt. Die sind dann wissenschaftlich untersucht worden nach allen Regeln der Kunst. Und dort hat man festgestellt, dass am Tag der Wahl, 15% der Wähler sich entschieden haben, ob sie wählen gehen und wen sie wählen. Wir haben eine ganz unterschiedliche Situation. Es gibt Menschen, die wissen schon sehr lange im Voraus, wen sie wählen werden. Und klare Vorstellungen und so weiter. Aber es gibt eine ganze Fülle. Die wissen nicht, ob sie überhaupt gehen wollen und dann wen sie wählen. Und genau um die müssen wir uns kümmern. Und da ist noch viel Zeit bis morgen 18 Uhr. Und wir haben Vorstellungen für diese Stadt. Wir wollen uns ja unterhalten, deshalb mache ich das jetzt kurz. Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, Asyl. Ja, eine der größten Herausforderungen, die wir überhaupt haben. Wir haben in Gießen 5000 Flüchtlinge. Und in dieser Ecke, wo die sind, haben viele Menschen Sorgen. Das kann ich gut verstehen. Und wir müssen einfach nüchtern sehen, diese Herausforderung, die ist von einer solchen Dimension, das können wir nicht alleine stemmen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass es uns endlich gelungen ist, war am Donnerstagabend mit der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin und allen Kollegen, dass zum ersten Mal der Bund sich bereit erklärt hat, gesagt, jawohl, wir steigen ein und zwar in eine dauerhafte Mitfinanzierung und in eine Mitbetreuung. Wir haben nächste Woche Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, da wollen wir das sozusagen noch etwas näher und klarer definieren. Und wir sind uns alle darüber im Klaren, ja, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, da brauchen sich nur die Bilder ansehen der Menschen, die da absaufen oder die den Hals abgeschnitten kriegen. Wenn die Hilfe brauchen, stehen wir, denen wollen wir helfen. Das ist die eine Seite der Medaille. Wir haben aber auch viele, die zu uns kommen, aus Gründen, die ich nicht verurteile. Wenn es uns schlecht ginge, dann würden wir auch überlegen, wo können wir denn hingehen, wo es uns vielleicht ein bisschen besser geht. Und so haben wir in letzter Zeit sehr viele aus Albanien und Westbalkan. Ich kann das verstehen, aber ich sage genauso offen, Freunde, das ist kein Asylgrund. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass die Verfahren schneller gehen, dass die, die eine Bleibeperspektive haben, sehr früh Deutsch lernen, sehr früh beruflich sich entsprechend engagieren können. Das ist für die gut, das ist für uns gut. Und diejenigen, die kein Bleiberecht haben, dass sie wieder dort, jetzt nehmen wir mal so ein Klassiker aus Albanien, wieder zurückgehen. Am besten freiwillig. Und wenn sie nicht freiwillig zurückgehen, dann müssen wir sie zurückführen. Ohne Schaum vorm Mund, das ist eine extrem herausfordernde Aufgabe. Und meine Damen und Herren, vom Großen zum Kleinen, überlegen Sie sich mal, was in dieser Welt los ist.
Wir leben absolut auf der Sonnenseite. Die ganze Welt bewundert uns. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben die höchsten Einnahmen. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt entspannt zurücklehnen können. Aber ich bin ja auch Bundesratspräsident und viel unterwegs. Ein schönes Beispiel will ich Ihnen erzählen. Eins aus Portugal und eins aus Italien. Mein Kollege, der Senatspräsident in Italien, kein klassischer Politiker, sondern war Generalstaatsanwalt in Sizilien, berühmter Mafiajäger. Und nach dem Niedergang der Parteien dort in Italien war er bereit zu kandidieren. Er kommt aus Apulien und dann sprachen wir auch über das Problem, die Flüchtlinge, die da alle ankommen, Lampedusa und Ähnliches. Da habe ich ihm gesagt, ihr müsst aber die entsprechend identifizieren und es kann nicht sein, dass die alle nach Norden fahren. Da hat er gesagt, ich verstehe dich. Ich verstehe dich gut. In meiner Region sind 80% der jungen Leute ohne Arbeit. Die, die können, wandern aus, die Alten bleiben zurück. Und dann vergleich mal dein Land. Und da musst du verstehen, dass viele Leute bei uns sagen, ja, aber dieses Deutschland ist so stark, dann glauben wir, ihr könnt es besser als wir und dann glauben wir auch, dass ihr uns helfen könnt. Wenn wir dort wären, würden wir das ganz genauso sehen. Und dann machen sie den großen Bogen und schauen sich das Mittelmeer an, Libyen, wo alle paar Kilometer am Strand eine Miliz regiert, unmenschlich, Ägypten, Militärdiktatur, den Konflikt Israel-Palästina, alles vor unserer Haustür. Bisschen weiter haben sie das Morden des ISIS, Irak, Iran. Noch ein bisschen weiter den unerklärten Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Alles um uns rum. Und da gibt es keine Patentlösung. Wir werden Kurs halten, wir werden unsere humanitäre Verpflichtung erfüllen. Aber wir werden auch sagen, wo unsere Grenzen liegen. Und dazu gehört dann auch, dass wir es besser hinbekommen, in Europa zum Beispiel die Flüchtlinge zu verteilen. Das kann auf Dauer nicht so sein, dass wir alleine mit Schweden und Malta den großen Teil tragen. Das ist ein Blick über den Tellerrand hinaus. Und der ist sehr aktuell und sehr praktisch, weil das auch Wetzlar berühren wird. Genauso wie alle anderen Gemeinden auch. Und dann werden wir daran üben, da müssen wir die Welt nicht neu erfinden, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Mit Respekt, den wir entbieten und den wir auch von allen erwarten, die zu uns kommen. Und deshalb, weil es Herr Schneiderath angesprochen hat, ja, wir sind dort ein Stück vorangekommen, gut vorangekommen, noch nicht so weit, wie die Länder wollen. Aber die Kommunen werden davon ausgehen können, dass sie in Zukunft noch stärker unterstützt werden. Es wird eine der großen Herausforderungen sein für die nächste Zeit. Und ein Oberbürgermeister ist natürlich in besonderer Weise gefordert, diese Herausforderung zu meistern. Meine Damen, meine Herren, Strich drunter. Sie wollen ja einen fröhlichen Tag haben. Noch einkaufen, wir wollen uns noch ein bisschen unterhalten. Ich weiß nicht, wie oft ich schon auf dem Eisenmarkt war. Es ist aber ein guter Platz. 400 Jahre Tradition einer ehemaligen stolzen Reichsstadt mit dem Reichskammergericht, mit Goethe, da habe ich die Wetzlarer immer bewundert. Der Knabe war 3 Monate hier, aber seit Jahrhunderten leben die Wetzlarer davon. Da sind wir Gießner immer neidisch. Der war bei uns angeblich nur im Wirtshaus an der Lahn, aber ist mal egal. Ich wünsche mir und Ihnen und dieser Stadt, dass morgen viele Bürger ihre Chancen wahrnehmen und zu sagen, ich will nicht nur meckern, ich will wenigstens durch eine Entscheidung mithelfen, dass wir eine gute und erfolgreiche Spitze für die nächsten Jahre in unserer Stadt haben. Das ist mein erster Wunsch. Der zweite ist, dass Sie den Dennis Schneiderath wählen. Und der dritte ist, dass Sie die nächsten, von jetzt an gesprochen, sagen wir mal 30 Stunden nutzen, es noch vielen zu erzählen und sagen, sag mal, warst du schon? Und wenn der noch nicht war oder die, dann erinnern Sie ihn dran, es gibt nichts Schöneres, als gelegentlich den Mut aufzubringen,
tatsächlich wählen zu gehen. In diesem Sinne, lieber Schneiderath, die letzten 30 Stunden legen wir noch mal ordentlich einen drauf. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Und dieser Stadt Glück und Segen. Herzlichen Dank.